Servus Leute, der Patch 0.15.2 ist da mit dem Mortar-Event, Marathon wurde integriert und was noch so in den Patch-Notes drin steht, das schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! Falls ihr euch wundert, warum mein Auge so geschwollen ist, ich habe da leider gerade eine Entzündung, deswegen ne, sieht man das ein bisschen. Aber zu den wichtigen Dingen. Die Patch-Notes verlinke ich euch natürlich unten unter dem Video, wenn ihr es selber mal durchlesen wollt. Patch 15.2.0. List of Changes, Map-to-Map-Travel, also der Marathon-Modus wurde integriert in den normalen Modus. Ich denke mal, diesen Modus zum Auswählen gibt es jetzt dann nicht mehr. Transitions between Locations are now available in every raid and as well in PvE-Mode. Also, hier Map-to-Map-Travel, Marathon-Modus sozusagen, ist auch jetzt im PvE angekommen. Dann Transitions between Locations are now available for Player-Scavs. Also, Scavs können auch von Map-to-Map gehen. Interessante Sache. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Und dann gibt es neue Transits, eine ganze Reihe Streets of Tarkov Ground Zero und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle vor. Findet ihr hier. Und Transit Activation Time has been reduced to 1 minute. Also man kann jetzt eine Minute nach Rage-Start kann man den Transit nutzen. Ob man dann Run-Through bekommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man eine Minute nach Rage-Start dann einfach den Transit nehmen. Dann some Marathon Event Tasks as well as the Marathon Achievement has been adjusted but remain available for completion. Also das Marathon Achievement gibt es immer noch. Das war ja ein Event. Und auch die Quests wurden ein bisschen ja, angepasst, aber wird es wohl weiterhin geben oder einige, wahrscheinlich nicht alle. Und das Achievement kann man auch weiterhin machen. Dann, interessant, das Mortar Strike Event. Mortar Strikes. Neues Ingame Event, Mortar Strike, wurde gestartet. The locals have found a stockpile of mortars and now regularly shelling their open terrain from safe positions. Also, es wird, die Locals, also die Scavs, haben ein paar Mörser gefunden und schießen damit jetzt ja, ein bisschen durch die Gegend. During the event, the following location will be targeted by Mortar Fire. Es gibt es auf Customs, Woods, Shoreline und Reserve. Und ich denke mal, das ist wieder ein Event, Mortar Strikes wie das Marathon Event. Es wird als Event eingeführt und dann wird es später ja, dauerhaft ins Spiel integriert. Hat Nikita auch schon gesagt, im vorletzten Podcast, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also, Mortar Strikes gibt es im PvP, PvE und auch im Practice-Modus. Und dann Scavs, Bosse und andere Bots reagieren auf diese Mortar Strikes und gehen dann wahrscheinlich aus dem Weg. Edit a new taskline for the in-game-Event. Also, dieses Event hat wieder eine Questreihe rund um diese Mortar Strikes. Player will be able to obtain unique rewards related to the event for completing the task. Also, man kriegt besondere Belohnungen für, wenn man dieses Event ja, vervollständigt, die Quests abschließt. A special equipment item that warns about the start of mortar fire in advance to help avoid dangerous areas. Also, so ein special item, das irgendwie ja, Warnung gibt, wenn Mortar auf einen kommt oder ein Mortar Strike kommt. Dann a special consumable item that initiates a mortar fire at player's position. Ein Gegenstand, der sich verbraucht, mit dem man Mortar Strike rufen kann. Interessant. Player will receive a unique achievement as a reward for finishing the taskline available only during this event. Also nur während dieses Mortar Events gibt es wieder ein Achievement und das Achievement wird es wohl danach nicht mehr geben. Haben sie beim Marathon-Event auch gesagt, gibt es jetzt dann trotzdem noch das Achievement? Ich glaube aber hier wird es wirklich so sein, dass es ja jetzt so durchziehen, dass es dann danach das Achievement nicht mehr gibt. Dann die KI. Improved Partisans AI Behavior Model when traveling. Okay, Partisan wurde verbessert. Und Improved AI Movement Routes after taking cover. Okay, KI wurde verbessert. Quality of Life Improvements. Rubel, Dollar, Euros und GP Coins haben jetzt keinen Found in Raid mehr. Okay. Balancing Changes. Added new Barters for the following items. Die Gesell gibt es jetzt als Barter bei Rackman 3, aber ohne Plates. Braucht man für die Quest hier zum Ablegen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie sie heißt. Die ist im Moment sau teuer, deswegen machen sie das. Ist eine gute Sache. Und die Zebralo ohne Plates gibt es jetzt auch bei Prepper Level 4. Dann increase the amount of compensation for a successful report of a player who violated the escape from Tarkov License Agreement. Also man kriegt mehr Kohle, wenn man jetzt einen Cheater reportet letzten Endes. Set in-rate drop for a limit for Info-Items to 3. Okay. Der Vulkanhelm wurde überarbeitet. Der ist jetzt nicht mehr Level 6, sondern nur Level 5. Weniger Armor Points, kostet weniger. Weniger Abzüge in Ergo und sonst was und höhere Spawn-Chance. Also, der war ihnen wohl zu stark, haben sie ein bisschen runtergenommen, aber dafür häufiger. Punisher 5 wurde angepasst. Jeder AK-74 kann abgegeben werden, nicht mehr nur die AK-74N. Jede Makarov-Variante kann abgegeben werden. Und man kann die Quest auch mit der Packer Soft Armor Rivals Edition machen. Okay, nett. Spartor 3 wurde angepasst.
Man kann jetzt auch das große WD-40 abgeben, nicht mehr nur das kleine. Slaughterhouse wurde angequast, also dass da die speziellen Melee-Weapons auch zählen. Replace the ammo given as rewards for various main and operational tasks with the corresponding ammo packs. Okay, sie haben da wohl was an den Ammo-Rewards geändert. Dann Sound improved the occlusion of lamp sounds. Mal sehen, ob die nicht mehr so nervig sind. Das sind diese Lampen, diese Leuchtstoffröhren, die bei Granaten immer kaputt gehen und zum Beispiel in den Dreier-Doms dann von der Decke hängen oder auf Factory. Ah, ich weiß gar nicht mehr, ob es so ein neuen Factory noch so ist. Und ja, mal sehen, ob die jetzt besser sind. Door und Container Sounds, First and Third Person und Usic vs. Charlie wurde höher gemacht, okay. Ja, paar muss man sich dann in-game anschauen. A list of changes. Fixed certain cases in this inability to hear sounds of grenades bouncing off. Also, Silent Grenades wurden hier mal ein bisschen angegangen. Improve the display of the item list shown when attempting. Okay. Improve the display of the list. Ah ja, okay, diese rote Liste wurde verbessert, wenn man was verkaufen will, über den Container geht. Dann Double Barrel Shotgun, da wurde hier ein Freeze gefixt. Fixing Freezing when Quick Dropping Backpack, okay. Teleporting after Jumping über Barbed Wire, okay. Fix Incorrect Display of Experience on the Pulse Rate Screen, okay. Several Visual Screens Collisions, okay. Fix the Missing New Bear and User Closing in PvE. In PvE gibt es jetzt auch die Klamotten, die da sein sollen. Instances of Error Appearing Upgrading a Zone. Also im Hideout gab es gerne mal das Problem, wenn man was geupgradet hat, gab es einen Fehler. Das ist jetzt gefixt. Leveling Intelligence, wenn man was craftet, ist jetzt auch gefixt. Fix an Issue, Bots not respond to Player Scav's Commands. Okay. Also Scav's sollten jetzt auf Player Scav Commands besser reagieren. Dann Dropping Backpack Sound sollte wieder da sein, der war weg. Ja, ich dachte eigentlich, das ist so gewollt, aber ist wohl ein Bug gewesen. Incorrect Calculation of Equipment Weight, okay. Incorrect Text Layer, Weapon Mastering, okay. Clipping Smoke Balaclava, Plate, hier gibt es einen Fix für die Plate. Da gab es eine hier, die Stitch Profi, Stitch, was auch immer. Multicam und die Black Edition V2, da gingen wohl Plates rein, die da nicht reingehen sollten. Dann Bullet Velocity für 12,7x55. Examine by Default für Ammo Packs. Ein paar Ammo Packs sollten jetzt examined sein. Die waren vorher, ja, noch schwarz, musste man erkunden. Und fix the incorrect collision when a grenade hits a player bot. Okay, und taking damage. Das waren die Fixes und ja, interessant, dass Mortar-Event und das Marathon eingebaut ist. Mal sehen, wie sich das Ganze spielt und was es noch für Fixes gibt oder Änderungen, die da nicht auf den Patchnotes stehen. Da gibt es nämlich immer einige und das werde ich dann heute natürlich auf dem Stream rausfinden. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über einen Comment freuen. Was gefällt euch an den Changes, was fehlt euch und so weiter. Lasst es mich wissen und außerdem Daumen hoch und ja, lasst ein Abo auf YouTube da, Follow auf Twitch, was man halt so tut. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.